So, und das sind unsere Speicherpunkte. Wir können uns hier, genau, irgendwie drauf hinsetzen. Und dabei wird halt unser Spiel gespeichert. Beziehungsweise dabei können wir halt unser Spiel speichern. Ist es nicht putzig? Ah, das wollte ich nicht. Kannst du dich nicht wieder hinsetzen, Nico? So. Diese Statue hier finde ich übrigens auch sehr prägnant. So, und das ist nämlich auch übrigens, das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr beschreibend, das Titelbild von dem Spiel. Das ist ja auch wirklich wie die beiden durch eine Ruine rennen. So, beziehungsweise du hast zwei Silhouetten, wie sie durch eine Ruine rennen. Und das finde ich halt sehr, sehr beschreibend für dieses Spiel. Weil es drückt genau das aus, was dieses Spiel ist, die Reise von den beiden. Ach Gottchen. Na, lauf nicht weg. Wir müssen aufeinander aufpassen. Du darfst nicht einfach weglaufen, Mädchen. Ich weiß zwar immer noch nicht deinen Namen, aber wie gesagt, du darfst nicht einfach weglaufen. Hier ist eine Lücke. Hier kann er doch bestimmt runter, ne? Was macht der Schalter? Aha.
Ich weiß übrigens auch nicht, ob er sterben kann und wie er sterben kann und ich weiß nur, dass ich gerade extrem aufpassen muss, dass die ihr nicht zu nahe kommen. Weg von hier, Kumpel. Komm mit. Sag doch einfach, dass du dich nicht setzen tust, weil hier noch so ein Vieh ist. Du kannst doch reden, auch wenn wir uns nicht verstehen. Meine Güte. Mädchen. Wagen 1. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass das Wagen heißt. Gib mir deine Hand. Ah, irgendwas muss ja hier oben noch sein. So, ich glaube übrigens, das wäre Venys Lieblingsspiel, so sehr wie er vermutlich auch Ashley mag. Okay, nein. So. Genau. Danke. Zeig mal was. Okay, ich glaube, die muss ich einfach nur runterschieben, damit sie hier hoch kann. Ja. Nein. Hoch mit dir. Kommt sie die Kiste rauf? Oh, ich muss sie erst die Kiste raufbringen, damit sie... Oh, meine Güte, Mädel. Ich sehe langsam, was die Leute designtechnisch meinten mit Ico kann ein wenig speziell sein. So. Wo bist du? Da bist du. So. Komm hoch. Gut, weiter geht's. Ich möchte übrigens hier nochmal betonen, wir befinden uns auf einer Burg in einem Meer. So mitten im Meer. Weg! Weg von hier! Wag es dich, du Mistvieh! Meine Freundin! Ja! Flirten kann sie! Zumindest manchmal!
So, ich kann mit einem Stock schlagen und kann mein Mädel beschützen, okay? Das reicht hier an der Stelle. So, wir sind die einzigen zwei lebenden Menschen hier in diesem Ort. Also, da muss ich doch bitte auch gucken, dass ich hier meine Geliebte halt auch vor Grausamkeiten beschützen kann. Geh weg. Oh, der hält aber was aus, der. Hey. Was ist an? Das ist mein Mädchen. Hast du nicht verstanden, Kumpel? Das gleiche hier. Da ist eine Leiter. Die führt nach oben. Und da führte, glaube ich, aber auch irgendwas nach unten in den Garten. Oder war das hier? Nee, das ist eine Sackgasse, okay. Dann müssen wir die Leiter hoch. Wow. Also Atmosphäre, Kaneko, das muss man im Spiel schon lassen, ne? Oh, hier sieht man es auch nochmal richtig schön. So, von da sind wir gekommen, da war unsere Zelle. So, das, man kann es sozusagen, entweder kann man es den Gefangenentrakt oder den Friedhofstrakt nennen, ne? Wie man es halt haben möchte. Das Einzige, was halt wirklich definitiv nicht zu unterschätzen ist, dass wir die Einzigen sind, die hier vermutlich in diesem Ding noch am Leben sind. Zumindest, wenn man sich die Schattenviecher halt genauer betrachtet. Und da hinten ist das Land. Also da hinten ist Land. Von da aus sind wir halt hierher gebracht worden. Das heißt, wir müssen definitiv in diese Richtung gucken, dass wir da abhauen. Du kommst vom Friedhof, wie alt ist dein Charakter, bitteschön? Nee, Splatty, du hast das Intro verpasst. Unser Junge ist von drei komischen, ich nehme mal an, es sind irgendwie Ritter oder Wächter oder so, ist er halt hierher gebracht worden und in einer Art Sarkophag gepackt worden. So, weil er ist halt, naja, man kann schon so ein bisschen sagen, so wie er ist, ein Symbol des Bösen. Weil er ist halt, er hat halt Hörner. Und dadurch hat man ihn sozusagen in so eine Art Versiegelungsding gebracht. So, er sollte halt im Endeffekt da, so scheiße das auch klingt, einfach den Rest seiner Tage fristen. So, er sollte dort weggesperrt bleiben, ohne alles. So. Und, ja. Wir sind jetzt im Endeffekt sozusagen, wir hatten halt Glück, dadurch, dass wir an einem relativ instabilen, auf einer instabilen Plattform standen mit unserem Sarkophag, ist er halt umgefallen und wir sind halt, wir konnten halt dadurch raus. Und dann haben wir sie gefunden. Wieso kletterst du jetzt da wieder hoch, Mädel? Und unsere Aufgabe ist es jetzt im Prinzip, dass wir hier gucken müssen, dass wir irgendwie entkommen. Und das ist halt der Inhalt von Ico. So, wir sind zu zweit. Wir wurden hier eingesperrt, wir beide. Sie in ihrem Käfig. Ico in seinem Sarkophag. Und wir müssen jetzt halt beide gucken, dass wir hier irgendwie, hier wegkommen. Kann man so sagen. Kommst du? Ja, gut.
Oh, hier muss ich jetzt gerade richtig aufpassen. Aber ich glaube, hier konnte ich tatsächlich runterfallen. Ich meine, ich hatte hier was in dem einen Intro-Trailer gesehen. Und was ich halt auch immer nicht vergessen darf, ich muss R1 gedrückt halten. Also ich muss wirklich permanent R1 gedrückt halten, wenn ich sie an die Hand nehme, weil sie ansonsten nicht mitkommt. Das ist tatsächlich cool. Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Beziehungsweise, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber, nice. Die KI ist auch so ein bisschen speziell, habe ich das Gefühl. Ist das Ding vielleicht nicht nah genug dran, dass sie deswegen jetzt sagt, sie will nicht? Nö, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Jetzt. Okay, es war wahrscheinlich einfach nur irgendwie nicht der richtige Triggerpoint oder so. Wie gesagt, ich habe halt auch keine Ahnung, wie lange dieses Spiel geht. Aber ich weiß, dass es an einigen Passagen, wo richtig brechend schwer werden kann. So. Ja, komm, komm. Du schaffst es, Mädel. Die Trophys sollen wohl auch richtig mega hart sein. So, ich habe sie mir jetzt noch nicht angeguckt, weil tatsächlich ist Ico so ein Game, wo ich mir denke, dass ich da nicht wirklich die Trophys holen möchte. Okay, er geht nicht weiter. Warum geht er nicht weiter? Hat das was mit ihr zu tun? Kann sie nicht mit? Ich glaube, sie kann nicht mit. Okay. Er geht halt wirklich da nicht weiter, ne? So, er kann doch aber da auch nicht weiter hoch. Wir müssen ja hier lang. Oh, doch. Doch. Jetzt. Nee. Ah, ich muss nach oben drücken, um da um die Kurve zu kommen. Das ist ja dämlich.
So manche Sachen sind auch extrem komisch hier. Nein, okay. Ja, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Okay, ja, gut, ich hab nach oben gedrückt statt nach unten. Ja, und jetzt wieder zur Seite. Ja. Steuerung in a nutshell ist hier was ganz Besonderes in diesem Game. Muss ich immer wieder feststellen. So. Und jetzt muss ich hier rüberspringen, dann muss ich ihr rüberhelfen, dann muss ich den Kran rüber. Also, dann muss ich wieder rüber. So. Wahrscheinlich. Und den Kran rüberholen. So, genau. Gut gemacht. So. Und du stellst dich jetzt bitte hier hin. Danke. Und da bleibst du. Okay. So geplant, okay? Das. Okay, das ist süß. Das ist halt wirklich süß, dass sie da zusammen so eine Art Nickerchen machen. Oh. Also ein bisschen Zucker ist das ja schon, ne? Bleibst bitte hier stehen. So, das mit dieser Springrichtung ist echt beschiss. Oh, ich sehe übrigens gerade wieder da hinten so. Boing. Upsi. Entschuldigung. War keine Absicht. Mädchen. Danke. Vielleicht sollte ich einen Deathcounter einführen, wie oft ich in irgendwelche Leeren springe oder so. Weil ich mal wieder irgendwo was verfehle. Oder verpeile. So. Warte da bitte. Bin gleich wieder da. So. Jetzt nach oben. Jetzt nach links. Jetzt runter. Das funktioniert soweit. Das ist sehr gut. Muss nebenbei nochmal einen Schluck trinken, tut mir leid. Tite wird schon zurückkehren? Was? Nein! Hast du dich desynchronisiert, Controller? Tatsächlich. Also ich muss dieses Spiel wirklich mit dem D-Pad spielen. Weil wenn man das mit dem Joystick macht, ist es so ungenau. Das ist halt echt nicht gut. Weil da versaubeutelt man dann echt viel. So, warte kurz hier. Okay. So. Jetzt bist du dran. Genau. Komm her. So, und schön in der Mitte stehen bleiben, hörst du? Nicht, dass du runterfällst. So wie ich.
So. Ha, meine Intuition hat mich nicht getäuscht. Gut. So, ich komme von hier, nehme ich auf den Kran. Oh Gott. Also bisher sind die Rätsel alle noch sehr gut machbar. Nicht runterfallen, bitte. Ich kann noch nicht speichern. Ich kann erst mit ihr speichern. Und ich weiß, dass da ein Speichersofa ist. Jetzt. Jetzt habe ich den richtigen Punkt gefunden. So. Komm mit, da ist ein Sofa. Wir wollen auf das Sofa. Also, es hängt wohl übrigens auch so ein bisschen davon ab, welche Endings man, also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Endings direkt sind, aber man kann wohl bestimmte Trophies nur freischalten, wenn man, das Spiel in einer bestimmten Zeit durchspielt. Sind wir hier jetzt? Okay, warte, bevor wir hier weitergehen. Wir haben ja da gerade die Brücke zusammengebaut. So, und nach unten gibt es auch noch einen Weg. Also erstmal gucken wir uns den Weg an, der hier runterführt. Das sieht aus wie Bomben einfach. Wow. Da hört einfach der Boden auf. Okay, also hier unten kommen wir definitiv nicht weiter. Da oben wäre halt eine Brücke. Und da drüben was. Wo man weiterkommt.